mal schauen. Können wir noch ein bisschen noch zur Seite machen? Klar. Getränk können wir hier hinstellen. So. Guten Abend, Rosalie Aurora 2. Ich grüße dich, Peggy RDL. Schönen guten Abend. Ich muss mich mal hier erstmal gemütlich machen. So, ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen ersten Advent. Herzlich willkommen zu Ulig Stimmenörtchen. Diesmal wieder in einem Wanderörtchen, weil ich mich in einem Hotel befinde sozusagen, weil ich morgen drehe. Und deshalb bin ich jetzt sozusagen woanders. Und hierzu möchte ich euch auch was sagen. Es ist das erste Mal, glaube ich, bei 150 Sendungen, dass ich meinen Fascinator vergessen habe. Und gedacht habe, Hilfe, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann bin ich durch dieses Hotel und da war sozusagen Dekoration. Dann habe ich mir diese wahnsinnig schöne Mütze gekrallt habe ich sie mir. Und dann habe ich aus dem Restaurant, dann habe ich das aber vorne an der Rezeption gesagt, dann stand ich noch im Restaurant und habe so eine ganze, da war so ein ganzes Glas mit so Weihnachtskugeln und dann habe ich mir diese Weihnachtskugeln angeguckt, habe die in die Hosentasche gesteckt und wollte aus der Rezeption sagen, dass ich die Weihnachtskugel noch mit habe. Und dann kam schon die Kerl und sagt, entschuldige Sie, was ist denn mit Ihren Kugeln in der Hose? Und dann habe ich gesagt, ja, die kriegen Sie nachher wieder, ich klaue die nicht, ich brauche die auch nicht, aber ich brauche sie dafür. Dann habe ich mir ein Nähset geben lassen und habe die da oben mit so einem schönen Klemmerchen, habe ich die fix gemacht sozusagen. Ja, deshalb habe ich das jetzt auf, damit ich zumindest irgendwas auf dem Kopf habe am ersten Advent. Ich würde sagen, ihr Lieben, wir beginnen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Ulig Stillen Örtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Eleanor Ulig. Herzlich willkommen zu Ulig Stillen Örtchen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Es ist 22.15 Uhr, jetzt ist es schon 17 Uhr und ihr wisst, es ist Stille Örtchenzeit, es ist Sonntag und es geht wieder los. So, was war das für eine wilde Woche, oder? Ich sage euch was. Ich war drehen und dann war ich in Bremen auf dem Weihnachtsmarkt und da habe ich mir die Bremer Stadtmusikanten, es wurde mir auch vorgesagt, du musst beide anfassen. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Ich glaube, man hätte die Hufe anfassen müssen. Ich habe dann die Beine angefasst, damit ich irgendwie Glück habe und habe das dann einfach probiert zu halten sozusagen. Dann war ich mit dem Herrn Karl auf Tour bei Riverboat. Ich weiß nicht, wer das von euch gesehen habt, um das Kochbuch von Elaine und Frederik vorzustellen und das ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Und am Samstag hatten wir dann in der Buchhandlung Mutz in München, haben wir dann sozusagen gemeinsam signiert. Also wer auch noch Bücher von euch haben möchte und die nicht in seinem Buchhandel oder über Amazon oder Thalia bestellen möchte, der macht das bei der Buchhandlung Mutz in München, Literatur Mutz, das kann man suchen. Ich habe das auch immer wieder in die Story gestellt. Und da gehen wir auch am Donnerstag wieder hin und signieren oder schreiben Widmung, weil ganz viele gesagt haben, sie hätten das gerne mit Widmung. Und wir sind ja noch ein bisschen unterwegs mit dem Buch, also sozusagen bei verschiedenen Talkshows auch. Und wir probieren das hinzukriegen, der Verlag auch, dass man in den Städten dann signiert. Das ist aber tatsächlich gar nicht so einfach. Guten Abend, Frau Strack-Zimmermann. Ich grüße Sie. Welch Ehre Sie in diesem kleinen Format sozusagen, dass Sie vorbeikommen. Das freut mich natürlich sehr, dass Sie zuschauen, kurz zumindest mal reinschauen. Ja. Und der kann das da sozusagen bestellen. Ich möchte mich aber jetzt mal in erster Linie bei meinen Unterstützern bedanken und Gretel, der Malogica, Hakle und Noeli, die so toll an meiner Seite sind. Und heute ging ja auch das Format zu Ende. Heute geht es mal nur um dich, was ich mit und Gretel und Noeli ins Leben gerufen habe und wo die mich unterstützt haben, dass es das gibt. Und es war wirklich ganz, ganz toll, das Umstyling, das auch nochmal zu klären. Das gibt es nicht mehr. Wir haben das einmal gemacht, weil ich euch was zurückgeben wollte, weil viele immer sagen, Mensch, du siehst da so toll aus oder ich würde auch mal so gern umgestylt werden. Und es ist ja so, wenn ich sozusagen zur Veranstaltung gehe oder sowas, dann hilft natürlich die Astrid Rudolph mir, weil du musst da schon irgendein komisches Bild von dir abgeben, was du vielleicht gar nicht bist. Und da komme ich selber in Stress, weil natürlich habe ich viele Sachen im Kleiderschrank, aber was ich wann wie anziehe, das weiß man manchmal gar nicht. Und was man mit den Haaren macht, bei mir entscheidet das immer der Dreh, dass irgendwas Neues gemacht wird. So, und deshalb wollte ich... weil natürlich viele das gar nicht haben zu Hause, jemand, der sie berät oder das macht oder das tut, euch das zurückgeben. Das heißt, es ist jetzt zu Ende gegangen, das ist ganz, 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 ganz toll gewesen und ich danke der Astrid Rudolph dafür und ich danke den Unterstützerinnen von der Astrid Rudolph, die zur Fashion and Style Akademie auch gehören, die sozusagen zusammen im Team arbeiten. Die könnt ihr auch einzeln, wenn ihr mal Lust habt, sowas zu machen, dann schreibt an die Astrid
dann kann man auch mal sozusagen eine Fashion- und Style-Beraterin buchen. Das ist ein geiles Weihnachtsgeschenk, weil ich glaube, dass jeder das manchmal braucht für sich, einmal sozusagen, okay, jetzt weiß ich mal, was für ein Typ ich bin, weil jedes es geht sozusagen Form, Stil, Farbe und Image. So, ich habe ein Image, ich habe eine Farbe, ich habe einen Stil. Und das mal festzulegen, wer ist man wann, das ist ganz, ganz toll. Und Noelie und Gretel haben das super gemacht mit den Haarprodukten, auch mit der Färbung, dass das auch natürlich bei Leuten geht, die Probleme haben. Ja, Noelie übrigens, will ich euch gleich sagen, da wird es noch ein Shopping geben. Und zwar am 8. Dezember. Also wer sich das aufschreiben möchte, dafür gibt es noch ein schönes Ulig-Shopping-Paradies am 8. Dezember. Ja, also da bin ich ganz, ganz dankbar und ich bin auch ganz, ganz dankbar der Isabel, die die Filmproduktion Make Mommy Proud gegründet hat, dass sie das gedreht haben. Weil, das ist ganz witzig, das habe ich letztes Mal schon erzählt, habe ich Lippenstift anzahlen? Ich weiß es nicht. Ich habe es letztes Mal auch erzählt, wisst ihr, ich mache das ja auf Instagram eigentlich selber und ich wollte aber, dass das mal Hochglanz ist, sodass man sagt, wow, ne? So, also auch wie es gedreht ist. Und jetzt schreiben ganz viele immer, wo gibt's denn das zu sehen? Und ich sage immer auf Instagram, wer wurde noch nie gegrüßt? Komm her, warte, ich grüße dich. Claudia Linden, jetzt grüße ich dich. Claudia Linden, hiermit bist du gegrüßt. Das kann ja nicht sein, dass ich dich noch nie gegrüßt habe. Das gibt's doch gar nicht. Nein, und auf jeden Fall hat das die Filmproduktion Make Mommy Proud gemacht und die machen ganz tolle Sachen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr denen folgt. Einfach so, weil die sowas Tolles machen und weil die einfach gesagt haben, wir machen das. Und da werdet ihr auch nicht ständig zugespammt mit irgendwelchen Formaten, die macht so wie bei mir, ne, wenn ich immer Sachen mache. Also das guckt euch mal an. Dann gibt es, werde ich jetzt drehen sozusagen und werde euch informieren. Und dann ein ganz wichtiger Termin, ganz, ganz wichtig. Bitte, bitte, bitte schreibt euch den 14. Dezember ganz fett in den Kalender. Das ist ein Mittwoch um 19.30 Uhr wird es meine Frau Ulich Mode geben, die ich sozusagen seit fast 5 Monaten jetzt mache. Es sind ganz wenige Teile, also ganz wenige Modelle und es wird auch wieder nicht so viel geben. Aber am 14. Dezember um 19.30 Uhr wird es Ulich Shopping Paradies mit der Frau Ulich Mode geben. Und da würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr dabei seid. So, was gibt es sonst noch zu erzählen? Ich lerne immer noch meinen Text, das ist nicht euch, aber es funktioniert. Wie findet ihr eigentlich meine Kopfbedeckung? Sagt doch mal, wie findet ihr die? Schauen wir mal, wo der Herr Seebacher ist. Ist der eigentlich schon da? Wo ist denn der Herr Seebacher eigentlich? Heute Abend. Hört ihr mich noch? Irgendwas hängt. Hängen bei euch auch die Kommentare? Oh Gott. Irgendwas hängt. Ich drehe durch. Warte. Schaut mal, ob alles funktioniert, sonst muss ich auf LTE rüberwandern. Oh Gott, ich bin chaotisch. Hängen wir. Es ist der erste Advent. Seht ihr mich? Schreibt mal irgendwas. Bitte, bitte, bitte schreibt was. Irgendwas hängt. Warte mal. Es geht gar nichts mehr. Oh nein, ich drehe durch. Ich drehe durch. Wartet, 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 wartet. Gleich geht es. Oh Gott, ihr hängt. Schickt mal bitte Herzen oder schickt mal, ob alles okay ist. Oh nein! So, jetzt schauen wir nochmal. Nordemann, jetzt grüße ich auch dich. Es kann doch nicht sein, dass ihr alle nie gegrüßt werdet, Nordemann. Schreibt überhaupt noch jemand einen Kommentar? Macht überhaupt jemand irgendwas? Ich bin ganz allein auf dem stillen Örtchen. Nur mit euch. Also, was heißt, ich bin überhaupt nicht allein? Ihr seid ja da. Das ist auch so ein bisschen lustig, ne? Wenn ihr sozusagen, wenn die Kommentare sind angehalten, ich sehe die nicht mehr, dann habe ich das Gefühl, ich bin ganz allein. Ich bin ganz allein, seid ihr da? Oh je. Michael, komm zu mir. Seht ihr mich? Michael? Hi. Michael. Die Kommentare am Gang. Ich bin durchgedreht. Ich hatte das Gefühl, ich bin total alleine. Ja, ich musste irgendwie das Mikrofon noch irgendwie, da musst du bei Einstellungen musst du dann zugeben, dass Instagram auf dein Mikrofon zugreifen darf. Das ist so. Ach, das hast du vorher nicht gemacht, oder was? Das, nee, wusste ich nicht. Also ich bin da nicht so zu Hause, du weißt. Also. Ich möchte erstmal sagen, wie toll, dass du da bist. Ich drehe durch. Ich freue mich auch. Ja. Der Michael und ich, es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten. Und bevor ich Fragen mache und Sachen erzähle,
möchte ich erstmal sagen, es ist sozusagen der Mensch, der mir vor 21 Jahren, Michael, es ist leider schon so lange her, obwohl wir aussehen wie früher. Ja, unbedingt. Du hast mir eigentlich in die Karriere verholfen. Ja. Schön. Brauche ich nicht eine Minute. Wir haben nämlich einen tollen Film zusammengeredet. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Der hieß mal Fit mit Wick. Kannst du dich noch an diesen schrecklichen Titel erinnern? Alter. Ist das schlimm? Und der hieß dann Problemzone Mann. Genau. So hieß der im Arbeitstitel. Fit mit Wick. Das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Eigentlich kann man das gar nicht sagen. Und dann hieß er nachher Problemzone Mann. Und ich habe ja für diesen Film damals zunehmen müssen. Sehr viel. Weil ich ihn dann, also ich war sowieso ein bisschen mehr als sozusagen branchenüblich und dann kam ich zum Casting und habe mir extra noch was Quergestreiftes gekauft in so einem Laden. Das werde ich nie vergessen. Ich war 24, Michael, und stand in so einem Laden und die wollten mir immer was Schönes zum Anziehen. Ich habe gesagt, nee, ich muss breiter aussehen, bis sie mir dann Strick in breit gestreift gegeben Mann, Mann, Mann. Ja. Oder? Und dann, das war echt absurd. Und dann bin ich zu dem Casting, habe das gekriegt, dann haben sie gesagt, ich müsste noch zunehmen, ich bin zu dünn. Und dann fanden sie es immer noch zu dünn und dann haben sie mir was angezogen, noch dazu, damit es noch mehr ist. Und dann war ich total irritiert und dann weiß ich noch, dass die erste Pressekonferenz war. Und dann hat alle nur dich und Gudrun Landgräbe. Und dann hast du irgendwann gesagt, Entschuldigung, und du hast mir vorher noch gesagt, kein Wort darüber, dass du noch was Verdickendes anhast, weil dann sieht keiner, dass du wirklich 15 Kilo zugenommen hast und dafür echt gekämpft hast. Ja. Und dann hast du gesagt, wollen wir mal betonen, dass dieses Mädchen 15 Kilo für diesen Film zugenommen hat. Und alle Kameras sind so. Ja. So war es. Die Aufmerksamkeit, die du verdient hattest, genau. Richtig. Ja. Michael, sag mal, du lebst in München. Ja. Du bist aber gebürtiger. Augsburger. Augsburg? Ja, ich bin in Augsburg geboren, aber ich bin im Alter von 3,5 Jahren aus Augsburg deportiert worden, mit kleinen Zwischenstationen nach Dortmund, ins Ruhrgebiet. Und da habe ich 40 Jahre gelebt. Also ich bin ein Ruhrgebietskind. Du bist ein Ruhrgebietskind, oder? Schon. Wann bist du nach München gezogen? Wir sind jetzt 26, 27 Jahre hier. Und warum? Ja, wir hatten, das Ruhrgebiet hat sich sehr verändert. Ja. Und es war gerade so eine Pause, wo die Kinder, einer kommt vom Kindergarten in die Schule eingeschult und das andere Kind war Schwelle Gymnasium. Und wir hatten einfach keinen Bock mehr. Wir wollten Veränderung. Und dann haben wir uns was überlegt, haben uns Berlin angeguckt eine Woche lang, haben uns München eine Woche lang angeguckt und haben uns dann für München entschieden, weil mit 3 Kindern ist das hier wesentlich enger und kleiner und gemütlicher und sauberer. Ja. Es ist halt Disney World. Es ist wunderbar. Ja. Du findest, es ist Disney World? Ja, München ist wirklich, das ist nicht die Republik. Also München spiegelt die Republik nicht wieder. Nee, das ist hier viel zu satt. Also viel zu geordnet, viel zu sauber, viel zu, ja. Außer der Weinstaub, der ist ein bisschen höher als woanders. Warum eigentlich? Es kam nämlich hier eine wichtige Frage, was heißt wichtig, die fand ich total schön, weil das stimmt, ja. Ich habe ihn öfter schon in der Münchner City gesehen und immer ist er schick angezogen. Ja, ja. Ja, ich trage halt Anzüge, das sieht halt immer ein bisschen schick aus, aber ich trage nichts anderes. Ich habe mich da so rein, ich bin da reingewachsen in die Anzüge, ist so. Seit wann? Michael, seit wann bist du da drin in den Anzügen? Ach du, jetzt schon, ich denke mal 20 Jahre, ja. Früher sah ich noch ein bisschen legerer aus, als wir uns kennengelernt haben, war ich noch ein bisschen legerer, aber das hat sich irgendwann, ich habe meinen ersten Anzug von meiner Frau geschenkt bekommen, so einen Maßanzug hat sie mir machen, da durfte ich mir machen lassen. Und das war so geil, da habe ich irgendwie... Ich dachte, so was Tolles. Ja, weißt du, wie es ist? Man hat uns früher immer so Klamotten reingesteckt, dann hast du da gestanden
Und hast ausgesehen wie Pik 7 und nie warst du wirklich glücklich mit dem, was sie dir verordnet haben. Und dann bist du da rausgewachsen, hast du irgendwie versucht, deinen eigenen Stil zu finden. Aber es war auch immer Konfektion, es war immer, passte nie so richtig. Wenn du ein bisschen zu lange Beine hast, ein bisschen zu lange Arme, dann bist du, stehst du immer da und das zwischen zwei Größen und so. Das sieht alles immer, irgendwie sieht immer ein bisschen geflickt aus. In der Hippie-Zeit war mir das scheißegal, aber danach habe ich gedacht, naja, komm, jetzt, das sieht so toll aus, das ist so ein Gefühl, das ist auf den Leib geschneidert. Und dann bin ich süchtig geworden. So ist es. Sag mal, und hast du den Anzug noch? Welchen? Den ersten? Ja. Ja, von dem ersten habe ich noch gerade mal die Weste. Der Rest ist verschlissen. Den habe ich so oft angehabt, das war irgendwie, ja, der hat es jetzt irgendwann war er durch. Ja. Aber das Tolle ist ja, dass du die Anzüge, ne, dass du das immer wieder, also dass man das wirklich tragen kann. Du hast ja auch ganz verrückte Anzüge, das muss man ja schon sagen. Ja, ja. Und die kommen ja nicht aus der Mode. Und dann ist hier eine Frage. Verstehst du dich privat auch gut mit Herrn Tramitz? Ja. Das kann man Christian, Christian ist ein feiner Kerl. Kann man nicht anders sagen. Ist wirklich ein feiner Mensch. Und ich komme wunderbar mit ihm aus. Also wir arbeiten ja schon lange genug zusammen, dass er würde nie so funktionieren, wenn wir uns nicht mögen würden. Ist so. Ja, das stimmt. Ja. Warum bist du, dann steht hier noch dazu, warte, ich habe ja diese Fragen von den Leuten. Vermisst er Staller noch? Nee. Nee, oder? Nö, der hat sich entschieden und ist rausgegangen. Und naja, wir machen, uns macht das gerade so, die Konstellation, die wir gerade haben, macht uns so einen Spaß. Also dafür vermisse ich eher Monika Gruber, die sich ein bisschen rar gemacht hat. Wie lange war die denn dabei? Bitte? War die lange dabei? Ja, eigentlich von Anfang an. Erst war sie Reporterin, später war sie die Bäckereibesitzerin. Und warum? Und die ist also, auch raus. Die ist ja raus. Ja, die hat so viel, die hat ja so viel Auftritte gehabt und hat also viel gemacht. Und wir haben ja nur kleine Rollen und das ist ja nicht so wahnsinnig viel. Also dann hat sie so ein bisschen Sand verloren. Ich hoffe, sie kommt mal wieder zurück. Würde uns sehr freuen. Vielleicht hat sie wieder Lust. Was machst du denn außerdem noch aktuell? Weil ich habe hier nämlich was, Michael, das will ich unbedingt zeigen. Mhm. Weil du hast, und das finde ich ganz toll, und das wissen die wenigsten Leute von dir, und vor allem wusste ich das nicht, dass du wahnsinnig gut schreiben kannst. Das wusstest du selber, glaube ich, nicht, oder? Nee. Am Anfang. Es war mir auch nicht klar, bevor ich angefangen habe. Michael ja. Brandner, Kerl aus Koks. Mhm. Dass man das Koks nicht falsch versteht. Wir reden von der Kohle, ne? Ja. Genau. Von vergüteter Kohle. Das einzige Zeug, was man zum Stahlschmelzen wirklich verwenden kann. Deswegen wird Kohle da nochmal vergütet. Sag mal, bist du das? Nein, aber es gibt nur ein einziges Foto aus dieser Zeit von mir. Da habe ich einen Anzug an. Da hat meine Mutter mich in einen Anzug gesteckt. Ja, genau. Und das konnte man nicht nehmen. Deswegen haben wir dann, der sieht mir immer verflucht ähnlich. Ja. Ja. Aber man denkt sofort, dass du das bist. Ja, ja, es ist wirklich, also wenn du mich gesehen hättest zu der Zeit, ich hatte auch immer Lederhose an, kurze Lederhose, ein Hemd, Hosenträger und so bin ich mal durch die Gegend geschossen. Ja. Ja, weil ich möchte darüber reden, weil das ist ganz interessant. Das Buch ist ja sozusagen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist nur eine Autobiografie, sondern es ist eine Autobiografie, wo ein paar Sachen verändert sind, was aber wie ein Roman sich liest. Also es ist wirklich eine ganz spannende Geschichte und es hat mich... Du siehst, ich habe noch nicht alles gelesen, weil ich dabei bin gerade, ja? Ja, weil ich einfach gerade wahnsinnig viel zu tun hatte, aber es hat mich richtig reingezogen. Ja? Und zwar gerade der Anfang, das hat mich auch schockiert und das ist ja eine wahre Geschichte, dass du, also du bist in Augsburg geboren, ja. Dann bist du aber nach Bayern. Nein, Augsburg ist ja nun war unweit des Ortes, wo meine Mutter herkommt, aus Plötnis ist das. Das ist so okay. 3 Kilometer nördlich von Augsburg. Und die wurde unehelich schwanger mit mir. Ach so. Ja, ja, ja. Und dann wurde ihr gesagt, ne, sieh mal zu, dass das Kind woanders kriegst hier, ne? Nicht hier. Und dann ist sie nach Augsburg gegangen. Und dann hat sie mich, hab ich eine Zeit lang daheim heimgelebt. Dann hat sie mich zu so einer Pflegefamilie gegeben und ist ins Ruhrgebiet gefahren, um sich Arbeit zu suchen. Und dann hat die Pflegefamilie, weil irgendwann kein Geld mehr kam, hat mich die Pflegefamilie dann bei meinem Onkel abgeliefert. Also wie, Moment, hat das denn? Nicht bezahlt damals? Ja, die haben, das hing ja, die ging ja immer, bis die Verhandlungen durch waren, dass der Vater, dieser leibliche Vater, den ich eigentlich nie kennengelernt habe, dafür zahlt. Das braucht ja eine Zeit lang, gibt es ja so Gerichtsgeschichten, die dann laufen müssen.
Und dann kriegte die kein Geld, die hatte mehrere Pflegekinder und dann habe ich dann einfach eiskalt bei meinem Onkel abgeliefert und die wollten mich eigentlich behalten. Meine Tante hat sich sofort in mich verliebt, die hatten noch ein Mädchen und wollten noch einen Jungen haben und dann wollten die mich behalten. Und irgendwann tauchte meine alte Dame wieder auf, nach 3,5 Jahren und sagte, ich will den Jungen mitnehmen, hat einen Anwalt dabei gehabt und hat mich da rausgerissen und ins Ruhrgebiet verschleppt. Und das einzig Gute daran war natürlich, dass sie schon jemand hatte, mit dem sie dann quasi auch verheiratet war, nämlich mein Stiefvater. Und das war ein Gewinn für mich. Also da hatte ich einen Vater, einen richtigen Vater. Das war toll. Hast du eigentlich Geschwister, Michael, noch? Ja, Halbbruder, der ist 10 Jahre jünger als ich. Und aber wie der dann kam, war dein Vater, also der ja nicht dein leiblicher Vater war, hat das sich dann verändert? Nein. Der blieb weiterhin... Ja. Weil das ist auch total schön beschrieben hier drin, wie der dich sieht und wie er euch in die Arme nimmt. Da bist du ja sehr klein und beide feuchte Augen habt. Also, dass der sofort gesagt hat, ne, und dann hat er gesagt, wir gehen Eis essen. Ne? Also, das war so, ja. Natürlich damals Eis essen, weißt du? War toll. Ja, er hat einen Freund, der hatte eine italienische Eisdiele. Die waren befreundet, haben sich später auch zusammen einen Fernseher gekauft, um Fußball-Weltmeisterschaft zu sehen und so. Nee. Waren echt befreundet, ja. Und ich war da sehr oft, also Eis essen. Ja. Man muss sagen, das hat mich ein bisschen schockiert. Michael ist ja tatsächlich ein bisschen älter. Okay, etwas. Ein paar Jährchen. Ja. 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 Ne? Also da habe ich vorhin gedacht, ne, damit habe ich gar nicht gerechnet, sozusagen. Ja. Und, ich habe auch geschluckt, als ich 70 wurde, habe ich gedacht, naja, komm, das ist jetzt aber auch wieder ein schönes Alter, du lieber Himmel. Ne? Also... Naja, ich habe heute das erste Mal, Michael, wirklich, wie ich dein Alter gehört habe, ich meine, du bist ein Jahr älter als meine Mutter. Ja. Also du könntest ja mein Vater sein quasi. Das könnte ich in der Tat, ja. Und das hat mich dann total schockiert, weil, ne, also weil man ja sich durch den Beruf ist man sich ja vom Gefühl her so begegnet immer. Weißt du, und man hat zusammen gespielt, man hätte auch so, es war nie die Frage, sozusagen. Nee. Weißt du? Ja. Habe ich gedacht, na Koma. Sag mal, und hast du denn das Verhältnis zu deinem Onkel auf dem Land und deiner Tante, hat das gehalten? Ja, leider nicht, weil meine Mutter hat erstmal den Kontakt total gekappt. Und als wir das nächste Mal runterfuhren, war ich schon, 7 oder 8. Und dann war es ein völlig anderes Ding. Ich habe zwar gemerkt, dass meine Tante einfach hat sich total gefreut, mich zu sehen, und mein Onkel auch. Aber wir haben nicht viel Zeit, weil die haben zwischendurch noch Erbstreitigkeiten und sowas. Also ganz blöde Nummer. Meine Mutter war wirklich manchmal ein echtes Eisen. Also von daher hat die familiäre Beziehung hat sehr gelitten. Aber ich habe es immer geliebt da unten. Also ich hatte ja Großonkels noch, die haben mich dann überall mit hingenommen. Und das war für mich einfach immer da unten, das war so Schlaraffenland. Weil ich meine, das Gebiet ist alles bekannt, aber für feine Küche nicht. Also wenn es um lecker geht, gab es vielleicht mal eine Frikadelle oder so, aber der Rest war so. Und da unten schmeckte alles. Das war einfach göttlich. Und es war einfach die Natur, dass ich kümmere, weißt du, uns haben sie am Wochenende im Ruhrgebiet, haben sie uns mit der Arbeiterwohlfahrt an den Stadtrand gefahren, damit wir mal in den Wald kamen. Ach Quatsch. Ja, ne, so lief das. Ja, yeah. Die kamen, haben so Busse. Aber ist doch grün. Ja, aber du musst ein ganzes Stück fahren. Und ich meine, früher war das nicht so mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Da musstest du ganz schön rumjuckeln, um überhaupt nach Schwerte zu kommen. Also, dass du mal so 30 Kilometer außerhalb warst und mal tatsächlich einen blauen Himmel gesehen hast, einigermaßen, ins Ruhrtal runter oder so. Das war schon ein Stück. Und dann haben die das organisiert, weil die Arbeiterblagen sonst ja nie rausgekommen wären. Haben die das organisiert, dass man da die Kinder abgeben konnte, und dann fuhr man raus in den Wald, baute Mooswittchen und Eichelmännchen und was ich was und guckte sich in einem Naturbund und dann wurde man wieder in die Gaswolke reingeschoben. So war das halt. Aber von all dem, was berichtest du in deinem Buch genau? Wann hört es auf, wann fängt es an? Es fängt ganz vorne an und hört quasi auf, als ich dann so hier in München ankomme. So ein bisschen, so in der Ecke, da hört es auf. Weil alles andere danach ist für diese Geschichte jetzt nicht so relevant. Es waren hauptsächlich
Es ging hauptsächlich eigentlich, die Idee dazu kam eigentlich daher, dass die Episoden, die ich aus der Hippie-Zeit erzählt habe, es gibt es als Hörbuch übrigens, ne? Also zu Das kaufen. ist, hast du selber eingesprochen, Michael? Ja, ich habe Blut und Wasser geschwitzt, ich sag's dir. Ich habe wirklich, das ist sein eigenes Zeug einzusprechen, da denkst du, komm, dann ziehst du jetzt runter. Michael, Nee. jetzt mach mal einmal bitte Werbung. Wo kriegt man das? Ja, Das in allen Hörbuch? Weil Buchhandlungen, ich das meine, ist. Buch ist toll, aber Buch ist natürlich großartig, aber ein Hörbuch ist natürlich auch ein tolles Geschenk, weil wenn ihr jetzt den Michael im Ohr habt, dann möchte man den vielleicht auch hören, dann kann sie auf die Couch legen und die Geschichte hören, weil das ist wirklich, es liest sich wie ein Roman. Ganz toll. Also das Ding hier kriegst du eigentlich auch überall. Du kannst es auch bestellen, vor allen Dingen im Netz. Und du kannst dir natürlich das auch bei wie heißen diese Hörbuchdienste, wo man das runterladen kann. Spotify und so, gibt es Ja, das? wie heißt denn? Da gibt es so speziell so Hörbuch. Ich habe keine Ahnung, bist einer von euch wie so Hörbuchdienst? Habe ich noch nie gehört. Ja, wo man einfach Hörbücher runterladen kann. Gibt es zwei oder drei Hörbuchverlag oder irgendwie so. Die kannst du dann einfach im Netz runterstreamen. Bei Audible, stimmt Audible, das? genau. So, diese Dinger, da kannst du es auch sehen. Aber dann hast du es ja nicht in der Hand. Nee, dann hast du es auf deinem Rechner oder in deinem Handy, kannst du es dann runterladen und kannst es während der Autofahrt hören. Das haben Freunde von mir schon gemacht. Ja, das meine ich. Während der Autofahrt ist das eine Ja, schöne Geschichte. klar. Oder sie einfach mal abends auf die Silberlinge, die Couch Silberlinge legen. kauft ja kaum noch einer. Die werden zwar gemacht, aber ich glaube, die haben nicht so ein wahnsinnig. Inzwischen laden die Leute sich das ja runter. Aber Meinst ich kenne mich du? nicht aus, also ich habe es noch nie gemacht. Von Ich daher. lade mir auch nichts runter. Ich habe immer CDs zu Hause. Ja, ich auch. Ich hab CDs ohne Ende. Ich meine. Ich auch. Ich finde das auch. Hinter dir sind auch CDs. Ja, ich habe überall CDs. Überall. Ich Überall. finde es auch Tausende. haptischer. Wirklich. Ja. Ja, ich weiß, ich war ja auch schon bei dir. Ich finde es auch haptischer als, Ja. oder? Ist Ja. doch irgendwie. Ich habe mir letztens erst hier so ein Ding gekauft. Hier, okay, kannst du sehen. Siehst du hier was? Da. Der kann 5 Stück abspielen. Ja, sechs, nee, fünf. Nee, sechs. Nee, fünf, sechs. Ist ja wie eine Musikbox. Ja. Ist von Bang & Olufsen, so ein altes Teil. Habe ich Gebrauch gekauft. Ja. Oh, früher hätte ich es mir nicht leisten können, aber jetzt so Und jetzt, wo du es dir leisten kannst, gebraucht gibt ist es es nur noch Gebrauch. erschwinglich. Ja, Ja, aber wird es nicht mehr hergestellt. Also, es wird ja nicht jetzt mehr gibt es nur noch hergestellt. gebraucht. Jetzt, wo du Gibt es es nur dir noch leisten. gebraucht, ja. Ein geiles Teil, echt. Naja. Auch irgendwann, ich wollte immer eine B&O-Anlage haben. Und dann habe ich mir irgendwann so eine alte Röhre gekauft. Weil Ah. die habe ich immer noch. Und Na ich guck. bin immer noch der Ansicht, dass sie ein besseres Bild macht als der digitale Fernseher. Da bin ich jetzt nicht so ganz deiner Meinung. Ich kann Du, ja, also ich ich, sehe super. Ich sehe super ja. da Ja, aus. ist gut, ist völlig okay. Also Hauptsache du bist glücklich damit. Wunderbar. Ich hatte Ich habe auch auch lange eine große Röhre. Nein, ich habe auch einen anderen Fernseher, aber ich habe diese Röhre noch. Also ich habe die noch und ich kann mich auch nicht von der trennen, weil ich sie vom. Und das muss man sagen, es gibt einfach Sachen, ich weiß nicht, wie ihr das seht, es gibt einfach Sachen, die sind zeitlos schön, finde ich. Ja, Gott sei Dank. Oder? Ja, Auch doch. diese Anlage da an der Wand, die ist einfach zeitlos schön. So. Punkt. Ja, die war schon toll, als sie rauskam. Dachte ich, boah, war, aber jetzt. Hast du dir jetzt gerade gegönnt, Ja, sozusagen. letztes Jahr. Und man muss eine ganz wichtige Sache sagen. Der Michael kocht fantastisch. Wir waren ja schon bei dir zum Essen eingeladen, mehrfach. Und tatsächlich kannst du auch vegetarisch so wahnsinnig gut kochen. Ja, was willst du machen? Wenn eine Frau ist, die Vegetarierin ist, dann musst du dir das schon mal angewöhnen. Ne? Aber du isst noch Fleisch. Wir kochen hauptsächlich vegetarisch. Also das ist einfacher, weil inzwischen ist nur noch der Jüngste, ist jetzt Fleischesser mit mir zusammen. Die anderen, der Mittlere und die Tochter und die Gattin sind alle Vegetarier. Aber isst du noch Fleisch zu Hause auch? Ja. Also ab und zu und irgendwie, ja, ich mag es einfach. Mir fällt es schwer, mir das abzugewöhnen. Obwohl es besser wäre, es sich abzugewöhnen, aber ich kann mich nicht gut davon lösen, leider. Nee, Ich bin hast du nämlich nicht auch groß das geworden. Gefühl? Mein Cousin war Metzger, wir haben selber geschlachtet früher. Ich genauso gut wie mein alter Herr. Wir hatten immer Viecher, die wir auch gegessen haben. Also von daher, ich bin damit groß geworden. Und also ich kann mich wirklich schlecht davon trennen, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin da Aber sehr. hast du eine eigene Pfanne, wo drin du das brätst?
Nein, ich habe das Gebiet alles sauber ausgespült, das ist überhaupt kein Problem. Also jetzt nicht extra eine vegetarische Pfanne Du, und ich entschuldige bitte, ich war mal in einem Haushalt eingeladen. Da gab es, da wurde der sozusagen Allesesser, wurde irgendwie verbannt und der durfte sein Fleisch nur und auch durfte auch nicht in dem gleichen Kühlschrank und so. Es war so eine WG. Es war echt hart, wo du dann plötzlich aussätzig wurdest, ja. weißt Man kann es übertreiben, ehrlich. Ich finde Also, aber, wir beide gehen mal eine meine schöne Frau Story. sagt, dann immer gerne mal, du kannst dir deine Leichenteile schon braten, das ist kein Problem. Man macht halt die Tür auf und dann riecht es nicht so. Und wenn ich, ja, vorletztes Jahr hatten wir die italienische Verwandtschaft da, dann habe ich eine Gans gemacht. Das hat mich dann die ganze Bude, hat dieser Gans gerochen, das war schon eher schwer erträglich für sie. Muss ich ehrlich zugeben. Und dann machen sie es nicht mal. Also, naja, egal. Jedenfalls. Mochten deine Gans nicht? Nein, die Italiener waren da ein bisschen heikel. Die waren das, fanden ganz nicht so, war Aber nicht so. was isst du denn an Weihnachten? Ich mache wahrscheinlich, auch dieses Jahr werde ich wahrscheinlich einen vegetarischen Hackbraten machen. Da gibt es ganz schöne Rezepte. Und dann dazu halt schönes Selleriepüree mit ein bisschen Petersilienwurzel und so, solche Sachen. Also sehr lecker. Das geht auch, ja. Und du hast, ich erinnere mich immer noch, das muss ich auch noch mal sagen, du hast für uns Nudeln mit roten Linsen und Sauerkraut gemacht. Ja, Pasta Bavaria, ja. Das war tatsächlich wahnsinnig lecker. Ja, es ist köstlich. Ne, am Anfang habe ich gedacht, was ist das denn? Ja, Ne, wie so, ja, aber ja. dann muss man wirklich, man wird eines Besseren bei dir belehrt. Das heißt, du kochst, du bist aber auch derjenige, der zu Hause kocht, die Frau nicht. Ja, jetzt habe ich mir, letztes Jahr habe ich mir einen Thermomix gewünscht. Und auf dem Umweg hat jetzt meine Gattin Spaß am Kochen gefunden. Ich habe ja keine Hausfrau geheiratet. Ich wollte ja, ne, ich war, ich habe in meiner ersten Ehe hatte ich eine Hausfrau. Das wollte ich nicht nochmal. Und deswegen war mir ganz recht, dass sie das nicht, dass sie kein Interesse an solchen Sachen hatte. Ja, und jetzt hat sie doch irgendwie so auf Umwegen ist sie da doch ans Kochen gekommen. Also hat da Mit auch dem Teil. Das ist ja kein Kochen eigentlich, oder? ja, gut, ich meine, aber man kommt auf Ideen. Also von daher, und das geht ruckzuck. Und ja, also ich benutze es kaum, aber es ist Und okay. du hast es dir für Soßen gewünscht, oder was? Nee, ich habe es mir einfach gewünscht, weil ich mir gedacht habe, dass das ganz praktisch ist, wenn dann meine Süße auch mal was kochen kann, ohne große Probleme. Ja. Also ich habe es wirklich erst überhaupt, sie hat es benutzt, ich habe es ganz spät mal angefasst jetzt. Also es ist okay. Es ist wunderbar, dass es da ist. Ich mag es. Michael, wir müssen mal kurz das Foto machen, bitte. Ah, was heißt das? Guck mal, ich mache so und du Achso. wirst jetzt mein Und muss Unterteil. jetzt mal gucken, dass ich so unten hinkomme. So? Nee, warte mal. So. Bisschen höher. Bisschen Ja. höher. Man darf deine Augen Ja, nicht sehen. Es geht jetzt in die Oberschenkel. Basis, bitte. Okay. Knie ein bisschen runter. Nase ein bisschen runter. Nase runter. Nach unten kippen. Sag mal. Ihr Lieben, macht ihr ein Foto? Michael, Augen hoch, Augen hoch. Höher, höher, du musst noch mal gerade den Kopf machen. Habe ich denn? Noch nicht. So, Kopf nach unten ein bisschen kippen. Und die Augen wieder hoch, die Augen wieder hoch. Oh, guck mal, wir sind ja lustig, wir sehen so ein bisschen aus wie so verschreckte Wurzelgnome. Findest du nicht? Hat geklappt mit dem Noch Foto. ein, noch eins mit Lachen, noch eins. Noch so ein Märchen, Michael. Vielen Dank. Und jetzt wie immer unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es ach ans Eingemach. Michael, ich krieg das hier gerade nicht laut gestellt. Michael, Ja. 7 Fragen aus 77. Oder 6 Fragen aus 77 und eine von der Intimliste. Was machst du? Ja, lass uns immer 6 mit einer intim.
Mit einem Team. Dann fangen wir mal an. Du stellst mir eine Nummer. 7. Welchen Traum möchtest du dir noch erfüllen? Ich würde mir gerne eine Werkstatt für Bildhauerei einrichten. Weil das interessiert mich ganz enorm. Echt? Ja. Echt? Ich habe ganz früher schon mal bei einem Bildhauer wirklich ein bisschen lernen dürfen. Und das würde ich wahnsinnig gerne nochmal machen. Aber so richtig mit Lernen auch und so? Ja, ich habe schon, also die Grundsachen kenne ich schon. Ja. Ich müsste einfach nur mal anfangen, dass man sagt, okay, ich mache jetzt Modelle und dann lasse ich die gießen und mache die in größer und so. Also ich muss eine Werkstatt, man muss eine Werkstatt haben. Du musst rumsauen können, musst die Sachen stehen lassen können, musst mit der Flex arbeiten können und solche Sachen. Also es muss irgendwie eine richtige Werkstatt sein, also ein richtiges Atelier mit einem vernünftigen Licht. Nicht so ein Kellerloch, sondern das ist natürlich in München, du weißt, Räume. Ja. Es gibt Ateliers, aber du musst dann schon Künstler sein, um da reinzukommen, oder ich muss mich mit jemandem zusammentun. Das ist irgendwie da, vielleicht kommt das aber noch dazu. Also ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Also das würde mich wirklich noch reizen. Aber aus Holz, also Bildhauerei mit Holz interessiert dich? Nee. Holz habe ich auch schon probiert, auch mit Sachen zusammenbinden und solchen Sachen. Und auch mit einer Motorsäge oder so. Aber nein, ich will auch gerne tatsächlich kleine Modelle machen und die dann vergrößern lassen, um dann in Bronze zu gießen oder so. Also ich will so. Ich habe auch schon ein bisschen so rumentworfen und so. Nee, also das wäre es nochmal. Da würde ich wahnsinnig gerne angreifen. Und da bist du gerade dran. Also wenn jemand in München, ja, von einem guten Atelier leistbar hört oder Ateliergemeinschaft auch, dann bitte an Herrn Brandner eine Privatnachricht schicken. Gute Idee, oder? Danke. Weil das kann man ja machen. Sehr freuen. Ja. Okay. Nächste Nummer, Michael. Ja, 23. 23. Die schönste Stadt, in der du warst? Venedig. Ja. Eindeutig. Ja. Ohne, bist du da öfter auch? Ja. Also jedes Jahr eigentlich bin ich mal da. Wirklich? Ich war auch zweimal, ja. Ja. Weil du die so liebst. Ja, ich fühle mich da sauwohl. Ich liebe Essen, ich liebe das Licht. Es ist einfach göttlich. Okay. Schön. Schön. Nächste Nummer. 46. Jemand schreibt dort, das finde ich sehr lustig. Die Sile on Silver Girl 7 schreibt Dortmund. Was für eine Nummer hast du gedacht? Sag mal. 46. 46. Ja. Camping oder Luxushotel? Ah, doch lieber Luxushotel. Ich habe mit den Kindern haben wir echt zu lange genug Camping gemacht. Also es ist irgendwie, wenn auch nicht direkt auf dem Campingplatz, aber man hat auch immer versucht, mit den Kosten klarzukommen. Das heißt, man war eher so in so Unterkünften, die so ein bisschen zusammengeschustert waren. Also, ne? Also dann wieder eher Luxushotel, ja. Also eher Luxushotel, alles ja. Klar. Ja, ja. Aber hast du bist ja, das heißt, du hast doch sehr schnell von der Schauspielerei leben können, oder nicht? Ja, das schon. Aber wenn du weißt selber, wie es ist. Du, brauchen wir nicht drüber reden. Fliegen wir mit drei Kindern in Urlaub, dann bist du schon so viel Geld los. Ja? Ja. Weil die Schweine wissen natürlich genau, dass du Ferien hast und dann hauen die drauf. Jetzt Weihnachtsferien, wir hatten überlegt, ne, weil das ist ja klar, da kann man jetzt auch drüber streiten, so mit Skifahren, aber der Herr Karl ist auf Skiern geboren, ja, und meine Kinder sind ja auch in Österreich aufgewachsen, die lieben Skifahren, aber du, das geht nicht. Also ich habe das Gefühl, die schlagen 100% drauf. Ja, ja. Wirklich. Ja, es ist gerade auch die Situation, dass natürlich die Hotels durch diese Umlagengeschichten und die Situation grundsätzlich einfach draufhauen, weil die alle kriegen, haben so ein bisschen den Horror davor, nicht genug einfahren zu können. Und die Hotelpreise sind explodiert. Das schwör's dir. Also es ist wirklich, wir haben ja mal wieder gerade geguckt, was man noch so machen kann, weil wir fangen erst im Februar an zu drehen wieder. Und da gedacht, fahren wir Januar nochmal weg und du guckst da drauf und denkst, Ladi Waldfee. Also auch bei Läden, die du kennst, denkst du, meine Herren, Ginas, ja. Was ist los?
Fahren wir nicht weg. Ja, weil das ist schon ja. extrem. Finde ich ja. auch. Also das finde ich auch extrem. Ja. Ja. Und das kann man sich dann, das geht dann einfach nicht. Punkt um. Nee. Nee. So, Nummer, Michael? Was haben wir denn jetzt? 49. 49? Ja, ich meine, bleiben wir bei den ohne Zusatzzahlen. Wer sind deine Vorbilder? Hast du welche überhaupt? Im eigentlichen Sinne nicht. Also es gibt, also beruflich gibt es natürlich viele tolle Schauspieler, die ich großartig finde. Aber ein Vorbild ist jetzt irgendwie so jemand, ja. Also ein absolutes Vorbild für mich ist zum Beispiel Sir Alec Guinness. Ja, okay. Das ist für mich so ein Schauspieler, wo ich sage, okay, wenn man es geschafft hat, mit einer solchen Bandbreite einfach auch noch ein normaler Mensch zu bleiben, ein netter Kerl, ein freundliches Naturell, dann finde ich, ist das großartig. Das wäre schon. Aber du hast auch nicht in deiner Karriere so Phasen gehabt, wo du immer gesagt hast, es gibt ja so Leute, ne? Dass so Leute sagen, ich muss ne, immer so wie der wert, das hast du nie gehabt, oder? Nee, nein. Ich habe ja, ich bin ja nie auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden. Ich bin da irgendwie reingeschlittert. Ich bin da irgendwie so, das war so eine gute Gelegenheit, ein bisschen eine schnelle, gute Mark zu machen, und bin ich halt dabei geblieben. Also, das ist auch ein geiler Satz, das sagt man auch nur im Ruhrgebiet. Mach mal eine schnelle Mark. Ja, ja. Also, das, mal, ja, so war das. Und ich meine, als ich das erste Mal gehört habe, was man da verdient, habe ich gedacht, wow, da könnte ich mal öfter. Ne? Und da man mich gelassen hat, bin ich dabei geblieben. Was sollst du sagen? Was ist es? Und ich liebe es. Also es ist großartig. Mir macht es total Spaß. Obwohl man früher besser verdienen konnte als heute, muss man sagen. Naja, klar. Aber ich meine, also, so lange genug, von daher. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ne? Aber die Leute denken ja trotzdem, ich meine, das ist ja auch das Bild, entschuldige. Ne? Das Bild. Ja, klar. Man wird das, wie du auch, da macht man eine schnelle Mark und ja. Das geht alles so easy going. Aber weißt du, was ich nämlich ein großes Problem finde? Weißt du, es gibt ja auch so, das kennst du bestimmt auch, du hast ja auch mal Einbrüche in der Karriere gehabt, oder? Also das ist so, nicht Einbrüche, aber das ist so, weißt du, dass ein Jahr läuft besser, ein Jahr läuft ein bisschen schlechter, dann das wieder. Ist okay, aber dass ich Angst haben musste, hatte ich nie. Hast du nie gehabt? Nee. Ich habe immer gearbeitet. Ich habe echt, guck mal rein, was ich gedreht habe. Ich weiß. Über 300 Produktionen, das ist der Hammer. Ich habe einfach 300. Ich habe immer gedreht. Ja. Wenn du die ganzen Serien rechnest, alles, was ich, wo ich da als Protagonist, und echt, das ist viel, verflucht. Total verflucht. Ich kann meinem Herrn auf Knien danken, dass es so gelaufen ist. Ne? Aber ich, dass ich noch wirklich so ein Jahr richtig durchgegangen habe, nee. Okay. Du hast auch nie Angst gehabt oder sowas in dem Beruf? Nein, ich war auch nie festgelegt, du weißt ja, ich spiele ja jeden Scheiß, also ich spiele ja alles Mögliche. Die absolute Drecksau, den Liebhaber, egal was. Also ich nehme ja auch solche Sachen an. Hauptsache, sie interessieren mich. Ja, also, ja, klar. Ja. Also war ich nie festgelegt, deswegen habe ich auch immer, gab es immer eine Möglichkeit, mich da irgendwo einzubauen. Aber ich möchte auch sagen, dass du sehr viel Gerechtigkeit bist, weil du hast ja den Deutschen Schauspielerverband gegründet. Mhm. Ja, und auf dem Gründungstag, das war 2006, nach dem, da habt ihr das vorgestellt in Berlin, nach dem Filmpreis. Mhm, genau. Den Morgen danach. Und ja. Da bin ich Herrn Karl das erste Mal begegnet. Ah. Also, wenn es diesen Preis nicht geben würde und Herr Karl nicht als österreichischer Abgesandter sich das anschauen sollte, wäre ich Herrn Karl möglicherweise nicht begegnet. Sie an. Diesen ersten Film zusammen gemacht. Bin ich auch noch, bin ich eine Beziehungsstifter. Das ist doch wunderbar. So ein geiles Drama, oder? Ne? Herrlich. Ja. Nächste Frage, Michael. Ja, 56. Deine schönste Erinnerung an Weihnachten in deiner Kindheit? Das war schön, kann man auch die skurrilste Erinnerung, weil mein Onkel und mein Vater hatten sich in den Kopf gesetzt, mir eine Modelleisenbahn zu schenken. Der Onkel, wo du gelebt hast mal? Das war ein anderer Onkel, das war also der im Ruhrgebiet, ein Onkel. Okay. Ne?
also der Mann von der Schwester meiner Mutter. Und die haben da wochenlang, haben die im Keller dieses Ding zusammengebaut. Ich wusste davon nichts. Ne? Wie alt warst du? Ich war, lass mich überlegen, was wäre ich, so 7 oder so wäre ich gewesen sein, sowas in dem Dreh. Und dann kam Bescherung, ne, das Ding aufgebaut, Zwei-Zimmer-Wohnung, also im Flur aufgebaut, mich rausgesperrt ins Schlafzimmer, durfte nicht kommen, haben das Ding hochgeschafft, so, dann bin ich raus. Und dann habe ich, der Baum stand in der Küche, komme ich rein, so, gehe durch den Flur und habe diese Platte. Im Grunde nicht, weil ich diesen Baum gesehen habe und den Baum toll fand. Ich fand die Bäume immer so toll und gedacht, na gut, jetzt ein Foto. Dann waren die erst mal ein bisschen angepisst, weil ich nicht sofort umgefallen bin. Dann habe ich angefangen, irgendwie zu spielen, habe den Zug einmal fahren lassen und sie schon erst mal gesagt, ja, und was, wie ich machen soll, haben mir das alles erklärt und so. Dann habe ich den erst mal dazu gebracht, so schnell, dass er im Tunnel stecken geblieben ist, den sie gebaut hatten. Und dann hat die, eigentlich ist es dann so gelaufen, dass ich damit das Interesse an den Tag verloren habe, schlagartig, weil die haben sich so aufgeregt und dann war es gefummelt und dann habe ich mich wieder unter den Baum und so. Und dann haben die den Rest des Abends, haben die beiden Jungs, haben sich da quasi selber ein Geschenk gemacht und haben dann damit gespielt. Ich hab unter dem Baum mit so ein paar Kleinigkeiten, die Tanten aus Bayern geschickt haben, so, war ich vollkommen zufrieden. Und ich habe das später, ich weiß nicht, wie oft ich da dran war. Vielleicht 10 oder 12 Mal habe ich mich dann mal dahin begeben und habe das Ding mal ein bisschen fahren lassen. Aber das war alles so fragil und irgendwie so. Und dann lief das auch manchmal. Und dann dachte ich, jetzt wenn er wieder im Tunnel stecken bleibt, dann müssen wir wieder ran und so. Und Nein. das war einfach nichts. Aber es war ein Und die wunderbarer haben Abend. die das wieder in den Keller geschafft und haben die dann eine große Landschaft dazu noch gebaut? Ja, er hat es dann später nochmal hochgeholt für meinen Bruder, aber der hatte auch nicht so richtig den. Der wollte eher Fische haben. Der hat später noch ein Haus gebaut um ein Aquarium rum, weil er so besessen davon war. Nein, Fische, ja, nein. der hat ein Riesenaquarium gehabt. Tolles Ding. Also ehrlich, ernsthaft. Aber er hat ein Haus gebaut und dann gleich eingebaut, so ein eine Wand-Aquarium. Nein. Ja. Tolles Ding. Ey, wirklich unfassbar schön. Aber auch wahnsinnig teuer. Also da ist eine Menge Geld drauf gegangen. Aber es war seine Leidenschaft. Also ich glaube, der hat auch, im Grunde war es nichts. Also so es war für die Jungs, Aber die haben Spaß gehabt, das Ding aufzubauen, das zu entwickeln und dann kurz so ein bisschen spielen. Die haben sich selber gespielt. Aber das Schöne ist ja, ich habe auch mal in Berlin, damals mit meinem Ex-Freund, da sind wir einkaufen, Geschenke für Weihnachten. Und nachher stand der im Kaufhof mit anderen Männern an so einer aufgebauten Carrera-Bahn, weißt du? Aber kein Kind stand da, sondern nur Es ist echt so. Es ist echt so. Ja. Ja. Weißt du, wo man sagt, dann kauf dir doch im Alter diese Sachen. Weißt du, Haben spiel sich doch Bahnschaffner. viele gekauft, glaube ich, glaub ich mir. Haben sich Ja. viele, ich glaube, dass die Carrera-Bahn sich immer noch besser an die Erwachsenen verkauft als an die Kinder. Meinst du? Ja, ich glaube ja. Ja, die Jungs, Okay, die immer schon, letzte es gibt ja so Männer, die so einen Wahn haben, was so Sportwagen angeht, hatte ich Ja. nie. Ist mir nie, also ich hatte so kleinen Dinger da. Nee. Es war immer Wolltest du dachte, nie? hä? Wolltest du nie fahren? Nee. Nee. Ich hatte immer, also für mich muss ein Auto immer groß sein, da muss irgendwie was reingehen. So, ein Auto ist für mich ein Nutzfahrzeug. Ja, ist Wenn es es schön auch. aussieht, wunderbar, aber hauptsächlich mal muss es, ich meine, behandle meine Autos leider nicht gut. Ne? Andere Leute fahren ja zum Waschen und so. Ich bin da. Nee, ach um Gottes Willen. Ich habe ja keins mehr. Ich habe kein Auto mehr. Ja, ich komme ohne nicht aus. Ich fahre ja morgens zum Dreh mal raus an den See und so und bin auch der Versorger. Also bin halt Familienversorger, ist halt so. Und also früher bin ich durch die ganze Westen, ich bin ja früher überall mit dem Auto hingefahren. Ja, ich Durch die weiß, ich weiß. Republik immer. Ich bin ja nie geflogen. Ich bin ja immer mit der Karre gefahren. Also, weil ich immer dachte, dann kannst du da noch hinfahren und da noch hinfahren und das noch mitnehmen. Und, ja. Michael, noch eine Nummer bitte. Noch eine Nummer, 13. Und dann werden wir intim zum Schlafen. Bist Ja. du geduldig oder eher ungeduldig? Eher ungeduldig. Schon, ne? Ja, würde ich auch Ja. sagen.
Ja. Hätte ich auch ganz klar gesagt. Auch beim Drehen, das weiß ich noch, da drehst du ja durch. Wenn die da lange rummachen, da flippst du ja total aus. Du sagst ja eigentlich schon vor der Probe, wir können es eigentlich drehen. Ne? Ja, mir ist am liebsten, wenn die Erste sitzt. Also wenn die dann noch lange rummachen müssen, rumfummeln. Aber du weißt ja, also bei uns, das war ja großartig, der Dreh, der Erste, oder? Ja. Ja. Der Felix Dünnemann, der ist kein, macht keine Regie mehr. Ein so Schade. begabter Regisseur, Ein so obwohl ich keine begabter, Regie. total. Schräg und hat ganz tolle Sachen Ja, gemacht. aber ein wahnsinniger Humor. Und die Branche hat keinen Platz für den. Wie viele Leute, wie viele Komödien sehe ich, die mich zu Tode Ja, langweilen? aber Michael, Das ist, für wie, das ist ja das Drama überhaupt. Das ist da, weißt du? ja, müssen wir nicht drüber reden. Ne? Das, wie viele Leute, ja, sag nichts. Das ist Ja. tragisch. Du, eine von der intimen Liste. Es gibt die intime Liste von Oliver Gnug und es gibt die intime Liste von mir, die aus den 60ern ist. Das wäre deine Jugend, also würde die eigentlich besser passen jetzt. Ja, nehmen wir die. Okay. Ja, sag doch mal bitte eine Nummer, 1 bis 16. 1 bis 16. 9. Welches Geburtstagsgeschenk, Michael, von deiner Partnerin hat dir nicht gefallen? Ach, komm mal! Warte! Steffen Groth schaut zu! Hi, Steffen. Den Hallo! habe ich auch lange Hier nicht gesehen, Mensch. Ja. Ja, was hat mir nicht gefallen? Schwierig zu sagen. Meine süße Frau hat sich also immer wahnsinnig Mühe, mir was Schönes zu schenken. Was hat mir überhaupt nicht gefallen? Muss ich echt drüber nachdenken? Kann ich dir gar nicht sagen. Na, es könnte ja auch von der davor gewesen sein. Von der davor kann ich dir einige nennen, ja. Zum Beispiel selbstgestrickte Pullover. Wenn ich den Begriff selbstgestrickte Pullover höre, dann kriege ich Herpes. Wirklich? Ja. Ja, weil die sind wirklich das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Also da hat jemand dann wirklich sich Mühe gegeben und du steckst da drin und denkst, ach du Scheiße. Du kannst das ja nicht ablehnen. Das ist ja irgendwie, das ist ja, du sagst so, wie gefällt dir das? Sie hat ja schon ein ganzes Vorderteil fertig und so. Sagst du, ja. Ich habe mir nicht getraut, jemals zu sagen, du, da ist mit so einem Scheiß ziehen, ja. Hat sie denn irgendwann erfahren, dass du dass das ein großes, ein Nein, großes? ich war da noch kein Schauspieler, aber ich hatte offensichtlich schauspielerisches Talent, weil sie hat immer weitergemacht. Das heißt, sie hatte überall in der Wohnung auch so Stricksachen. Ja. Das macht dich auch aggressiv. Ja, also am Anfang hatten wir so ein bisschen, weil wir haben ja auch so Waldorfkinder, da gibt es dann auch mal so ein bisschen diese Phasen mit Wolle und so, da dachte ich, oh, hoffentlich geht das nicht los, aber es ist nicht losgegangen. Gott sei Dank, meine süße Frau hat da überhaupt keine Ambitionen in der Richtung. Das finde ich so toll. Nee, also das. Christian hat ja einen sehr skurrilen Vater gehabt, offensichtlich. Und bei dem gab es, er sagte dann gerne mal auch in versammelter Mannschaft, wenn es ihm was angeboten wird, um Gottes Willen nichts Selbstgemachtes. Und das geht mir auch. Das ist, ja, ich meine, es gibt halt so Situationen, wo Leute überzeugt sind, dass sie dir was Gutes tun. Und das ist aber manchmal, also gerne mal auch. Dann das Gegenteil. Ja, also das war zum Beispiel so ein Geschenk, wo ich dachte, nee. Also wenn ich das nochmal erleben müsste, das wäre schlimm. Ja, nee, Gott sei Dank, Michael, Gott sei Dank musst du das nicht erleben, mein Lieber. Ich möchte auch noch mal sagen, aber was wirklich toll ist und was ihr wirklich erleben könnt, kauft euch das Buch oder das Hörspiel. Zeig du noch mal das Hörspiel von Michael Brandner, Kern Das. aus Koks, weil das ist wirklich toll, ja. Und das Schöne ist, du erzählst ja auch so wahnsinnig gut, Michael. Das hast du ja immer getan und das tust du auch in dem Buch, weißt du? Ja, ich muss ehrlich sagen, ohne mir auf die Schulter klopfen zu wollen, die Presse hat es total gut gefunden. Ich habe nicht einen einfaches kassiert. Und der Verlag hat es auch toll gefunden. Also ich hoffe, das macht den Leuten Spaß. Es ist kurzweilig, finde ich auch. Und Ja. man hat mir versichert, dass man es wirklich durchziehen kann.
Also, dass man, wenn man sich, dass es einen reinzieht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, weil es eben nicht so biografisch, also schon biografisch, aber es ist in einer Romanform, Ja, was genau. man sehr mag. Ne? Es ist, Das war mir wichtig, ja. ne, das so, dass er nicht man sich so beweihräuchert und so. Und dann wollte ich noch sagen, wer da draußen Lust hat, dem Herrn Brandner was zu schicken zu Weihnachten, dann bitte was gestrickt. Oh, bitte, nicht das gemacht. ja, ist lieb, ich weiß. Ist nicht gemein. Selbstgestricktes tatsächlich, weil Ja. ich das nie gekriegt habe. Ach so, ja Ich gut. kann auch nicht stricken, Michael. Ja, ich auch nicht. Ich kann auch nicht häkeln, weißt du? Ich Nein. kann das nicht. Ich bin handwerklich begabt, aber das ist, da bin ich leider eine Niete auf dem Ich Säckchen. fand auch früher, ich fand das Ganze, meine Oma hatte so, das findest du wahrscheinlich also ganz schrecklich, ich fand es ganz toll, die hat so gestrickte Teile, die du aufs Ei setzt. Ja, du kennst es. Kennt alles aus dem Sektor, alles, alles. Meine Tanten haben auch alle gehäkelt und gestrickt, alle. Ja, auch die Klosettrolle hinten im Auto. So, weißt du, ja, alles kenne Da ich bist zu du raus. Genüge. Da bist du raus. Ne? Ja, raus, da bin ich Guck mal, raus, hier schreibt einer gestrickte Unterhosen mit Eingriff. Genau. ja. Ja, Das wäre wunderbar. schön. Ja. Ja, die trägst du auch nur einmal. Und beim Waschen auch bei 60 Grad, damit da alles wieder sauber ist, das war's. Ich danke dir total, dass du da gewesen bist. Ja. Bitte gerne. Grüß die Gattin. Ich mag sie sehr. Sag ihr einen herzlichen Gruß von mir. Werde ich tun, werde ich tun. Und du denn Und da? Mag ich wir nämlich. wollen seit langem zusammen essen. Das Ne? müssen wir doch mal hingehen. Wir wohnen halt zu so nah. Ja, das Ihr wohnt in absolut. München, wir wohnen in Ja. München. Das ist zu Ja. nah. Ja, Wir müssen wir machen das weiter mal. weg wohnen. Michael, Das das kriegen wir. ist jetzt, jetzt haben wir es, jetzt werden wir es nicht mehr aufschieben, jetzt werden wir es machen. Ja? Okay. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Dankeschön, dass du da warst. Ja? Schönen Abend euch auch. Ciao. Ciao. Ciao, lieber. Ciao. Ach, so herrlich. Wir haben da wirklich damals einen wirklich tollen, tollen, tollen Dreh gehabt, kann ich euch sagen. Und der hat mich wirklich sehr supportet, wofür ich ihm noch heute irgendwie sehr, sehr dankbar bin, weil der so eine, hat dann sich so da reingeworfen. Er ist auch ein großer Mann und hat so gesagt, hier, die Kleine, das müssen wir mal. Seebacher zur späten Stund. Frau Uhle, für die Uhrzeit noch. Hier hallert's in dem Klo, das ist ganz fürchterlich. Ich habe meinen Faszinator vergessen. Aber ich finde diesen Faszinator auch super. Ich bin dann durch das Hotel hier und habe geguckt, dass ich irgendwas finde, was als Faszinator. Und dann habe ich von so einem komischen Stier, der diese Zipfelmütze anhat, habe ich die Zipfelmütze gemobst, bin an die Rezeption und gesagt, ich brauche die mal kurz. Und dann habe ich aus dem Restaurant noch diese Dinger, die ich dann mit Nähzeug. Es ist wieder mal typisch Uli, wenn die wo hinkommt, ist Alarm. Alarm, dann Das ist Alarm. ist Alarm. Aber es freut mich sehr, dass deine Toilette ähnlich hallig ist wie meine. Schrecklich, schrecklich. Ich habe hier schon, das kann sich gar nicht sagen, ich habe schon die drei Handtücher, die da waren, habe ich schon hier so großräumig aufgehängt. Wo bist du denn? Ja, ich bin auch im Hotel. Hier, guck, mit rosa Fliesen. Und ich sitze wirklich am Klo, nur zum Beweis. Ich auch, entschuldige. Bin fast fertig. Weil du drehst jetzt, ne? Ja, ich drehe. Darfst du verraten, was du drehst? Ich darf nicht verraten. Ich darf verraten, was ich drehe. Ich drehe eine Serie, die heißt School of Champions. Wie? School of Champions. Sagst du das nochmal School of ganz Champions. langsam, weil es halt bei dir so? School of Champions. School of Champions. School of Champions. Yes, mit Ferdinand Seebacher. Ja, genau. Und da drehe ich jetzt seit Anfang November. Da kam der jetzt auf, der Seebacher dreht eine andere Serie. Was bedeutet das für die Bergretter? Hört, hört, man kann auch zwei Projekte gleichzeitig drehen. So sieht das aus. Wow. Nee, weil da drehe ich nämlich bis März. Aber ich habe kaum Drehtage. Demnach habe ich sehr viel Zeit für andere Dinge. Schneeschippen zum Beispiel. Ja, wieso hat es geschneit bei euch? Nee. Wo bist du denn? Drehst Ja, du? ich bitte, lass uns nicht drüber reden. Ich drehe morgen, ich muss ganz früh raus, mein Herz. Ich werde dir Du das alles auch? nächste, ja. Ich auch. Ich werde dir das alles nächste Woche
berichten. Wir müssen auch nochmal dringend hier, wir müssen dir auch nochmal ein paar Fragen stellen dann. Das machen wir vielleicht zum Abschluss dieses Jahres. Ja, dass man mal was erfährt. Hast du denn nicht aber... Wann musst du raus? Ich glaube, nicht so früh wie du. Wann musst du denn raus? Entschuldigung, dass ich gleich gegenfrage. 6.30 Uhr. Ja, 7. Ich habe gewonnen. Ja, das habe ich befürchtet. Meistens ist es so beim Drehen, dass die Frauen immer früher abgeholt werden, weil mit langer Haarpracht und so. Danke, Boxen. Ferdinand. Dankeschön. Ja? Bei mir ist ja nicht so viel. Bei dir ist es jetzt ja besonders einfach geworden. Ja, bei mir ist es besonders einfach geworden. Das ist jetzt mal so die Kurzhaarfrisur. Aber es steht dir nach wie vor sehr gut, muss man sagen. Dankeschön. Also ich wünsche dir ein gutes Nächtle, dass du gut rauskommst. Einen guten Drehtag und einen guten Start in die Woche. Und bis nächste Woche, mein Herz. Ciao. Schlaf schön. Tschüssi. Ciao, ciao. Ihr Lieben, ich sage euch was, es ist 23.15 Uhr. Wir müssen alle ins Bett. Guck mal, du musst auch so früh raus. Sophia Menin iCloud com 6. Ihr habt aber auch Namen. Honigglas, 6.30 Uhr. Ja, das ist, was soll man machen? Was soll man machen? Was soll man machen? Es wird spät. Es ist spät. Ich wünsche, erstmal möchte ich mich bedanken bei und Gretel, Dermalogica, Hakel und Nulli, dass ihr an meiner Seite seid. Das ist ganz, 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 ganz toll. Und Gretel und Nulli, vielen Dank für das Projekt. Heute geht es mal nur um dich, dass wir sowas machen konnten. Vielen Dank euch da draußen, dass ihr so an meiner Seite seid. Ihr merkt euch bitte, den 14. Dezember, da kommt die Frau Ulichmuth und es wird ganz, ganz, ganz toll. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf. Und es macht mir unendlich viel Spaß, was selbst entwickeln zu können. Das ist ein großes, großes Geschenk. Und unabhängig von der Schauspielerei und von der Moderation, die ich gerne machen möchte, ich hatte ja auch mal einen Kinderküchenladen, weil ich liebe, Dinge zu kreieren und irgendwie möchte ich, dass Sachen bleiben. Und mit der Frau Ulichmuth habe ich das Gefühl, da bleibt etwas von mir. Keine Ahnung, so ist es. Ich wünsche euch eine wahnsinnig gute Nacht. Es war ein ganz toller Abend. Michael Brandner nochmal vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass es euch gibt. Habt eine gute Zeit. Ich mache mal hier. Und das war es leider schon wieder. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Ulig stillen Wörtchen. So, und diese Fotos, die ihr vorhin gemacht habt, das wollte ich nochmal sagen, die stellt doch bitte in eure Storys. Ich kann nicht alle, aber ein paar davon werde ich reposten. Macht es irgendwie da rein, verlinkt den Herrn Brandner, verlinkt mich und Ulig stilles Wörtchen. Da würde ich mich sehr, 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 sehr freuen. Tja, jetzt will ich gar nicht Schluss machen, aber ich muss ins Bett. Schlaft schön, bis nächste Woche.